Wir befinden uns auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München in der Höhe der Anschlussstelle Wendlingen. Wir wurden alarmiert zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Auf Anfahrt wurde gemeldet, dass eine Person unter einem Fahrzeug eingeklemmt wäre. Nach dem Eintreffen stellte sich heraus, dass ein Kleinbus auf der abschüssigen Fahrbahn abgekommen war, sich mehrfach überschlagen hatte, in einem Baustellenbereich zum Liegen gekommen war und eine Person unter dem Fahrzeug eingeklemmt war mit dem Oberkörper. Die restlichen 5 Insassen waren bereits aus dem Fahrzeug ausgestiegen und befanden sich in Betreuung. Die Aufgabe der Feuerwehren Ostfildern und Neuhausen war es, umgehend die technische Rettung der eingeklemmten Person einzuleiten. Mittels Hebekissen, Lufthebekissen und Unterbauhölzern wurde das Fahrzeug angehoben und in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst konnte der Eingeklemmte unter dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik verbracht. Von den 6 Insassen sind insgesamt 2 Leichtverletzte, 3 schwer und 1 Schwerstverletzter, besagter eingeklemmter Fahrer oder Mitfahrer des Busses. Ja, letztendlich, wenn man schaut, welchen Weg das Fahrzeug zurückgelegt hat, kann vieles vorkommen. Wie es den Unfallhergang gekommen ist, ist uns natürlich auch nicht klar. Das muss die Polizei ermitteln. Wir sind jetzt noch vor Ort, leuchten die Einsatzstelle aus und haben auch das Fahrzeug, das auf der Seite zu liegen gekommen war, wieder aufgerichtet, damit die Polizei weiter Unfallhergang-Ermittlung betreiben kann. Wir sind mit 6 Fahrzeugen und 31 Kräften der Feuerwehr Neuhausen und Ostfildern in Nenningen an der Einsatzstelle. Bei meinem Eintreffen, ich war als Einsatzleiter hier erst eintreffend, die Feuerwehr war schon vor Ort und es war eine Person unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Da liefen bereits die ersten Rettungsmaßnahmen durch die Feuerwehr und es gab noch 5 weitere Patienten, die dann von mir kurz gesichtet wurden und wir haben dann entsprechend Rettungsmittel nachgefordert über unsere Leitstelle. Also hier waren direkt vor Ort 2 bodengebundene Notärzte. Wir hatten 4 Rettungswagen an der Einsatzstelle, einen Krankenwagen. Und zum Transport des lebensgefährlich Verletzten wurde noch ein Nachthubschrauber angefordert. Der kam aus Villingen-Schwenningen, hat den Patienten dann hier übernommen und nach Stuttgart in eine Klinik geflogen. Insgesamt hatten wir 6 verletzte Personen, eine Person lebensgefährlich verletzt, 3 Personen waren schwer verletzt und 2 Personen gelten bei uns als leicht verletzt. Die wurden hier im Landkreis Esslingen auf die umliegenden Kliniken, auch in Schockräume zum Teil, entsprechend transportiert. Also eingeklemmte Personen haben wir relativ häufig, meistens sind die im Fahrzeug eingeklemmt. Bei der Verunfallung hier war die Besonderheit, dass das Fahrzeug auf der verletzten Person lag. Das heißt, das Fahrzeug musste von der Feuerwehr sehr aufwendig gesichert werden und dann angehoben werden, um an den Patienten heranzukommen. Aber befand sich außerhalb des Fahrzeugs.